seid noch richtig. Das wird nachher einen Aufklatsch geben. Ich würde sagen, hier gibt es eine schöne Matzefütze. Es geht abwärts! Au! Was sah doch so nah dran aus? Hier irgendwas, was nur hier. So. Hi. Sehr gegrüßt, Reisender. Sei dir ganz voll, wenn du magst. Ich bin Giro, reisender Händler. Freut mich. Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss mir meine Waren selbst im Wald zusammensuchen. Sicher ist es natürlich einfach, Reisenden wie dir Waren abzukaufen. Hast du nicht zufällig irgendwas Seltenes? Ich hätte doch was. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Hier, ein Saphir. Nimm alles. Oh, was kann man auch kaufen? Ja. Oh. Naja, nichts für uns. Oh. Was zur Hölle ist da oben drauf? Ich glaube nicht, dass wir da einfach hochklettern können. Dafür scheint mir das ein bisschen hoch zu sein. Ich wünschte, ich wäre ein Vogel, dann könnte ich einfach hochfliegen. Was ein seltsamer Platz für eine Truhe. Ein silberner Rubin. Yay! Schön. Hops. Weiter geht die wilde Fahrt. Hey, schön hier. Wow, voll hübsche See. Okay, das sieht aus, wenn hier definitiv irgendwas ist. Aber es gibt nur einen Weg, das auszuprobieren. Hatte ja doch vorhin. Wo ist denn wirklich vorhin? Wieso ist die Musik hier so komisch? Ein Holzbogen. Was war hier gerade mit der Musik nicht in Ordnung?
Hier muss man doch bestimmt irgendwas reintun. Der ist blau. Oder so. Ganz im Ernst, das war hier wohl mit der Musik nicht in Ordnung. Das war irgendwie gruselig. Verpiss mich lieber schnell von hier, bevor hier noch irgendwas passiert. Geh ja schon. Wie gesagt, das ist, glaube ich, der Baum. Da. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber... was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Naja, ich hätte jedenfalls nicht rumgeheult. Sehr schön, damit haben wir eine weitere Erinnerung abgehakt. Schon die vierte. Der müsste auch relativ einfach zu finden sein. Ich meine, das ist das Zwillingsgebirge da. Das ist ein See. Oder so. Ist das hier? Sieht gemütlich aus. Das könnte schon ein bisschen schwerer werden. Das müsste ein Stück hin. Was auffällig daran ist, ist man, dass man das Schattenportal. Also ich weiß nicht, ob es ein Schattenportal ist, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Das Schattenportal-Ding, den Berg und das Schloss in einem Schatt hat. Das ist ziemlich auffällig daran. Das muss also... Hier ist das Schloss. Ich glaube, hier beim Grün war der Berg. Das muss hier irgendwo sein. Wobei, was auch interessant ist, ist, dass der Berg ziemlich weit weg ist. Es kann also sein, dass es sich um einen ganz anderen Berg handelt, als wir sehen. Das wäre gut möglich.
hier eigentlich am Fluss entlang? Ach, hier ist noch eine. Sind die Staruinen, ne? Hier sind wir. Jetzt verstehe ich, wo wir sind. Okay, ich würde sagen. Hey, hier ist ein Sumpf. Ich würde sagen, wir marschieren erstmal zu dem Schrein hier. Ich kann abkürzen. Den Sumpf finde ich auch interessant, wenn man bedenkt, dass hier die schönste Wiese ist. Die Romani-Ebene. Wie schön. Mich wundert es auch, dass es hier kein Dingsens gibt. Kein Sachschnell. Kein Stall. Sonst gibt es auch in fast jedem Areal einen Stall. Naja, wir müssen hier eh lang. Hier ist ein Krack-Dingsens. Ich bin kein Experte, aber ich würde da jetzt einfach mal einen Stein reinwerfen. Sollte ja von hier möglich sein, oder? Naja, fast. Es haben nur ein paar Zentimeter gefehlt. Ist hier noch ein Stein? Ja. So, auf ein neues. Wieder daneben. Kann ich hier nicht mit dem Kryo-Modul ein Plattformchen für mich zaubern? Oder zwei? Ich muss da mit dem Stein drauf landen. Das ist nicht schön, aber selten. Hat hervorragend funktioniert. Ruh dich aus. Kann man mit dem Stein in der Hand nicht springen? Wow. Wir gehen hier so langsam die Steine aus. So. Mist.
Ich dachte, vielleicht prallt er ja am Glas, am Glas, am Eis ab. So. Mist. Der war gut geworfen, aber mir fehlten einfach ein paar Zentimeter. Auf ein neues. Mist, es ist einfach zu kurz. Nehm nicht. Nächstes Mal werfe ich einen Octorok da rein. Laufen wir gerade in die falsche Richtung? Ja, wir laufen in die falsche Richtung. So werden wir nie ankommen. Laufe ich echt in die richtige, jetzt in die richtige Richtung? Oh ja. Das ist ja noch so ein Teil. Ach, das habe ich gerade markiert. Reitbarer Untersatz wäre jetzt toll. Dann muss ich wohl laufen. Na, also sagen wir, dem Flusslauf folgen, sollte das eigentlich nicht so schwierig zu finden sein. Noch zwei Wege. Und dann sind wir auch schon da. Ich sag einfach mal am Fluss entlang. Das sollte jetzt nicht allzu schwierig werden. Ich hoffe nur, wir können den Wächtern ein bisschen aus dem Weg gehen. Manche Bäume haben auch seltsame Konstellationen. Ach, ich glaube, hier habe ich mich hier nicht mal selbst angezündet. Probieren wir das mal aus. Oh, wie elegant. Hi. Gibt es eigentlich irgendwo einen Ort, wo man sich Waffen reparieren kann? Das war ein ziemlich einfacher Sieg. Eingribbelt. Oh, wir sollten mal uns den Winterwams anziehen. Es wird hier langsam ein bisschen warm. So. So, gucken, was es gibt. Ein Opal. Schade, ich hatte irgendwie Feuerpfeile oder so gehofft. Diesen Schrei. Der hier unseren anmarkiert? Hm. Ich weiß es nicht. Das ist der, den wir anmarkiert haben. Oh! Ist das
das das, was ich denke, was es ist? Ah, das willst du von mir. Bewegende Ziele. Ich werde sie niemals treffen. Gott, ich wünschte, es gäbe ein Muster. Gott, ich bin viel zu hektisch für sowas. Ich weiß gar nicht, auf welchen ich mich konzentrieren soll. Na, ich glaube, da wahrscheinlich nur meine Pfeile dran, wa? Ach, ist aber so. Ne, ich glaube, das hat keinen Sinn. Aber ich, mag an den Ort. Schön. Hi. Oh, hallo. Bist du ganz allein unterwegs? Du solltest unbedingt in deiner malerischen Gelegenheit an Pension erholen. Dieser Fluss ist bereits wunderschön, aber nordöstlich von hier findest du 1000 Sandbänke. Ich habe eine Schwäche für schöne Dinge, aber das sieht man ja auch an einem gepflegten Erscheinungsbild. Übrigens, deine Augen sind sehr schön. Darf ich vielleicht die Geschichte aus meiner Jugend erzählen? Von mir aus. Weißt du dann auch? Vielen Dank. Also, im Norden dieser Ebene von Haivu erhebt sich das stattliche Schloss. Nun, es ist ein abscheulicher Monsterort geworden, aber früher erfreute seine Pracht die Herzen mit Ehrfurcht. Einer meiner Vorfahren, der Großvater meines Großvaters, arbeitete dort als Chefkoch, also ich meine als Hochkoch. Mit welchen Gerichtenmarke wurde damals die hochwohlgeborene Zunge gekitzelt haben? Als kleines Kind habe ich mich in jene Zeiten zurückversetzt und die exquisiten Kreationen genossen. Luxus-Schaschlik, Fischcurry, Pilzrisotto, Eierpudding. All das formte diesen schönen Körper. Noch heute unterhalte ich mich gerne mit den Gästen unseres Stalls über die delikate Gerichte. Also, ich sollte langsam mal zur Sache kommen. Lass mich dir tief in deine schönen Augen blicken und eine Bitte aussprechen. Wenn du je Schloss Hyrule betrittst, könntest du dich dort nach Rezeptbüchern umsehen? Wenn ich nur einmal die Gerichte des Königshauses genieße, kann ich glücklich sterben. Ja sicher, nur für dich. Nur damit du ein paar Leckereien kriegst. Brech ich ins Schloss ein. Hey, Ganon, warte, ich kann da jetzt nicht rein. Ich kann dich hier jetzt besiegen. Ich muss ein Rezept klauen. Könntet ihr mein Pferd bitte abholen? Ich hätte es gerne hier. Gerade hier, wo die Wächter an jeder Ecke lauern. So. Ich will mal eben kurz was gucken. Meine Intuition meldet sich gerade. Ich bin sofort wieder da.